Hallo ihr Lieben, ja, ich wollte euch doch noch mal kurz zeigen hier, was ich jetzt esse. Also die Chris hat jetzt wieder die Süßkartoffelblätter, die hat er wieder gekocht und die wollte ich euch jetzt noch mal zeigen, weil ich esse die gerade und die sind echt mega lecker. Ich wollte zwar jetzt eigentlich möglichst gekochtes Essen vermeiden, aber das ist irgendwie, schmeckt das voll gut und ich habe eigentlich so ein relativ gutes Gefühl, wenn ich das esse. Also da sind so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen holzig, da bleibt da ein bisschen was übrig, da spucke ich den da rein. So ähnlich wie beim Spargel, da bleibt immer so ein bisschen im Mund dann irgendwie übrig, so ein holziger Rest. Ja, also das sind hier, ja, wir haben sogar noch was übrig. Also sie hat jetzt, ich weiß nicht genau, was sie und wie viel sie verarbeitet hat, aber wohl ist noch eine ganze Menge jetzt übrig. Vielleicht können wir dann morgen nochmal was essen davon oder zwei Portionen. Ja, also das ist ziemlich lecker, so cremig und so. Also ich frage mich, ob sie da nicht wirklich irgendwie was anderes noch reingemacht hat. Sie hat mir eigentlich gesagt, sie hat nur Wasser genommen und dann so eine Prise Salz oder so. Und mir kommt es hier vor, als ob da irgendwas noch was anderes dabei ist. Aber vielleicht ist das irgendwie aus diesen Blättern so eine Art Öl oder was. Komisch. Ja, also schmeckt total lecker irgendwie, finde ich. Aber beim letzten Mal hatte ich das auch. Und diese Sprossen, diese Sojasprossen. Und dann hatte ich danach irgendwie Durchfall. Also dreimal hintereinander musste ich dann aufs Klo irgendwie dünn. Und ja, war nicht so toll. Aber ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Mal sehen, was jetzt morgen passiert oder heute Nacht. Wenn ich das jetzt aufgegessen habe. Also wollte ich euch nur kurz sagen. Also ich bin jetzt nicht ganz so mega streng mit dieser rohveganen Ernährung. Ich probiere halt aus, was irgendwie was am besten ist, so ja, für mich. Also habe ich jetzt kein Problem, den Salat zu kochen. Ist ja kein Tier, das leidet oder so. Der Salat wird sowieso gegessen und ja, ob der jetzt gekocht wird oder nicht. Schauen wir mal, was die Zukunft so zeigt. Vielleicht habt ihr da noch irgendwelche Ideen oder Anregungen zu. Nehme ich gerne entgegen. Irgendwelche Hinweise, Informationen, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder besser oder weniger gut und so weiter, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Ja, ansonsten werde ich da eventuell berichten und ansonsten sehen wir auch in den nächsten Videos dann wieder. In den nächsten Tagen oder so, oder Stunden. Okay, bis dann. Ciao, ciao.